Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke Challenge und natürlich danke schon wieder mal fürs Einschalten. Wir haben in der letzten Folge das Shiny Garactox gefangen und ja, weiter. Meine Pokémon sind ein wenig angeschlagen. Aber es ist noch gut ausgegangen. So, erstmal werden wir sie alle aufheilen. Weil die Tränke können wir sowieso verschwenden. So, wobei Dori werde ich nicht einsetzen. Jetzt mal schwanken bei Dori. Wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Kampf haben werden. Aber ich tue sie trotzdem nicht ganz selber aufheilen. So, da ist ja dieser, wie ist der nochmal? Es gebracht sich zu entwickeln, was bist du auch wegen der Gerüchte hier? Nö, ich habe nichts von einem Garados gehört, nicht gesehen. Okay, er hat mich gesehen, das ist halt natürlich blöd. Weißt du, ich bleibe mir ein wenig zu helfen, ja klar. Siegfried, genau so hieß er. Ich habe den Verdacht, dass die Kapo oder die Sees durch ein mysteriöses Radiosignal seinen Ursprung in Magone City hat. Das sind wirklich, ich glaube, es stammt aus den zwielichtigen Andenklang. Also doch. Weiß man sich dann gebildet. Ja, flieg runter. Ich weiß nicht, ob der kämpfen will. Hier, warte mal, kriegen wir hier nicht mehr. Scheiß drauf, ich kann es ja voll was brauche ich jetzt mal an. Das werden wir machen, ja. PC. Pokémon bewegen. So. Bewegen. So. Eigentlich wollte ich Sherlock auch ins Team mitnehmen. Aber wir lassen ihn noch. Dabei ist das Team ganz okay und sollte was schief gehen, haben wir ihn halt immer noch in der Hinterhand. Das ist gut. Dann heilen wir unsere Pokémon. Und jetzt schauen wir uns dieses verdächtigen. Wie heißt der Antenkladen? Nein. Irgendwie so. Und dann gehen wir der Sache mal auf den Grund. Komm bald wieder. Ja, ich komme definitiv wieder. So. Aber was wir natürlich jetzt machen müssen, ist unseren. Aktiviert. Surfer, ja, wirklich. Aber was wir jetzt machen, ist unseren Softie Surfer beizubringen. So, mein Hals ist wirklich so. Ja, da werden wir definitiv Silberblick. Und seien wir uns ehrlich, wer Silberblick in seinem Movepool lässt, der hat definitiv die Kontrolle über sein Leben verloren. Deswegen. So, wo ist dieser andere Kladen? Das war dieser andere Kladen, ja. Ah, warte mal. Oh, er ist schon da. Bruder, ein Hyperstahl gegen den Typen ist halt ein bisschen gemein. Und hier haben wir die Treppe. Wir sollten uns auftreten und diesen Ort erforschen. Ich bilde die Vorhut. Okay, mach das. Oh, das war das. Das ja, diese verdammten Katzen. Also dieses Nobile Cats. Muss ich erst ausschalten. Hey, der Eindringer, Alarm. So, schauen wir mal, was habt ihr denn für Pokémon? Hopspross. Gut, das sollte nicht die schwerste Angelegenheit sein. Guck ab. Können wir nicht noch. Stachelspore. Warum paralysierst du meinen Klokopf? Das macht ihn nur wütender. Hopspross, das macht ihn nur wütender. Ja, Tackle sollte jetzt nicht das Gefährlichste sein.
Balbini. Das ist eine. Achso, war hauptsächlich das vielleicht Pflanze Flug? Kann das sein? Ich weiß nicht, Schwalbini schaut hier aus wie als wäre es gemalt. Irgendwie so einfach nur draufgeklatscht als Bild. Komischer Sprite. Bleibe sehen. Guck, ob es wird Zeit, dass du mal irgendwas Feuriges lernst. Warum lernt das eigentlich nicht? Sollte er nicht schon? Was, als nächstes bin ich dann? Wie viele kommen? Na? Was hast du in Tohaido? Okay, das war Wasserunrecht, glaube ich, oder? Weil es ist Level 16, also. Es sollte nicht die schwierigste Aufgabe sein, Tohaido klein zu bringen. Aua, gut hat. Achso, wir müssen uns jetzt, falls mir erst ein, wie jetzt meine Initiative gesenkt hat, Gardados anzuschauen, was für Werte er hat. Rauchhaut von Tohaido. Und Level 25 für Flasche. Darkrai. Fuck, Darkrai war Unlicht, oder? Was? War nur Unlicht, oder? Machen wir meinen Schnabel schon mal aussetzen, das ist blöd. Chaos jetzt, ja, Rückzug-Hip. Da war nichts Gefährliches. Ah, ich hab doch. Achso. Was hat er noch? Unheil bilden. Oh. Oh. Okay. Jetzt kannst du einen Volltreffer machen, Flaschi. Jetzt kurz überlegt, ihn auszuwechseln, aber scheiße, Flasche soll das machen. Das sind seine Erfahrungspunkte. Also eine Attacke fehlt noch. Und ich will nicht. Ich will es nicht verschreien. Ich weiß nicht, was der letzte Attacke ist, deswegen. Wobei es ist halt 8 Level hinter mir, so viel Schaden kann es ja nicht machen, egal was für eine Attacke es ist. Aber ich weiß nicht, also unter den Legendären muss ich ehrlich sagen, fand ich Darkrai irgendwie nie so besonders. Keine Ahnung, mir gefällt es nicht so. Wie lange ist jetzt eigentlich. Flash ist nicht mehr blockiert. Aber ich wollte gerade fragen, ist das eigentlich die. Oh, ganze Runde lang blockiert. Sehr gut. Volltreffer, Flaschi. Hier und da bin ich ja doch stolz auf dich. Skunkabum. Der hat eine Feuer. Na, es war nicht Skunkabum. Skunktank kann auf jeden Fall eine Feuerattacke. Ich weiß aber nicht, ob Skunkabum auch eine kann. Gut, solide Damage. Solide Hälfte. Rauchwolke senkt meine Genauigkeit, ja. Oh. Gut, habe ich gern gemacht, mein Freund. Ja, ja, komm, so heul leise. Chantal. Okay. Den Dreck drehe ich unten ab, so ich mich erinnern kann. Den Tisch mache ich jetzt fertig, mein kleiner Freund. Klausel vom Forscher Arandolf. Oh, wir haben hier scheinbar irgendwie ein wenig legendär Pokémon-Problem. Gibt es eigentlich jetzt mir aus. Nachtnebel, okay. Wickel? Okay, das ist jetzt nicht gerade ein Move, der mir Angst macht.
Was hat er noch? Ja, bitte. Okay, das war der Oxys. Der Oxys fand ich halt schon cool. Nicht also die normale Form eher weniger, aber die anderen. Lunastein. Lunastein war Psychogestein, ne? Machen wir los hier. Probier's halt, Rosie. Okay, der Schaden hält sich in Grenzen. Es ist zwar sehr effektiv, aber der Schaden hält sich in Grenzen. Steinpolitur. Etwa damit ich seine Verteidigung stärken. Meine Initiative. Okay, wisst ihr was? Wir machen mal Giftbruder. Konfusion. Der Schaden macht Konfusion, nicht so viel. Ich fand das Konzept von Lunastein und Sonnenfell eigentlich eh ganz cool. Nur, das hätten sie irgendwie besser machen können. Sehr gut, Rosi. Gib ihm. Könnte sein, dass sich das mit Gift ausgeht. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tobutz. Tobutz war Psycho. Auch ein legendäres, ja? Lucy? Ich war mal jetzt, ich müsste verzeihen, aber ich bin mit den Wirkungen echt nicht ganz so vertraut, was Unlicht betrifft. Ich war mir jetzt sicher, war Unlicht effektiv gegen Psycho oder nicht effektiv gegen Psycho? Scanner, okay, das ist eine Attacke, die macht mehr oder weniger Zwang. Begrenzer, viel geschlagen, sehr gut. Okay, das kann Scanner und Begrenzer. Okay, Unlicht ist sehr effektiv gegen Psycho, gut, das muss ich mir notieren. So, und jetzt wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen uns erstmal eine Pokéball an. Griffklaue. Was ist ein Griffklaue? Müssen sowieso die Pokémon heilen. Ich schätze mal, das wird da sein. Ja, Griffklaue. Der sozusagen verlängert die Dauer von Klammer. Oh Gott. Nein. Trank. Und Rosie. Krokop könnte einen Paraheiler gebrauchen. So. Und dann schalten wir hier, glaube ich, diesmal einen kleinen Schalter. Roten Lämpchen. Schalter betätigen. Ja. Klick. Machen wir es noch inaktiv. Sehr gut. Hast immer noch nicht genug. Ja, schauen wir mal, was du hast. Bist du auch so auf legendärer Pokémon? Das Pichu. Okay, nein, das Pichu macht mir eher weniger Sorgen. Aber ich weiß, was ich gegen dich habe. Ich habe gegen dich Rocky. Wobei es eigentlich egal ist, es ist Level 16. Oh. Bitterkuss. Was war Bitterkuss nochmal? Verwirrt, gell? Ja. Ah. Ich sehe jetzt schon, dass das anstrengend wird mit dem Pichu, wenn ich das nicht schnell wegkriege. Aber es muss auch nicht sein. Ja. So, was für Legendäre gibt es denn im Elektro? Pizza. Zapdos? Oder... Na, wie heißt das jetzt aus der 5. Generation? Hilf's mal kurz. Sekrom.
Bär Elektro. Okay. Nein! Hör auf mit dem Mist! Und verwirrt bin ich dann auch noch. Und natürlich geht's daneben. Das dürfte keinen Schaden machen. Okay, ist nicht mehr verwirrt, na Gott sei Dank. Natürlich geht dir dafür die Attacke daneben. Wenn jetzt nochmal Sandy bleibt, das wechsle ich Rocky wieder aus, weil das ist. Ich glaube, Stärke reicht hier. Okay, ja, nein. Das ist jetzt. Ja, nee, nee. Das ist mir zu blöd. Wir tun nochmal Flasche rein. Sandwirbel geht mir so auf die Nerven. Blitz ist aber auch ein cooles Pokémon. Ich mag generell die Evoli-Entwicklungen alle. Das ist Magnetilo. Natürlich wechseln wir. Wir wechseln jetzt zu Rocky. Wobei ich ja auch Coco einsetzen hätte können, aber ich, Rocky macht das schon. Eine blöde Frage. Die Statusschalter werden auch wieder normal, wenn ich auswechsle oder nicht? Oder bin ich dumm? Bleibt die Initiative jetzt unter, wenn ich. Nein, wird doch ausgewechselt. War das jetzt einfach nur Zufall? Ist nicht sehr effektiv. Achso, es ist ja Elektrostahl, oder? Ach, was soll's, das wird trotzdem. Ach komm, mit einem KP, seriously. Du kriegst eine Kopfnuss. So, und was ist ein letztes? Elekid. Ja, hat nicht wirklich was Aufregendes. Bye bye Elekid. Aber ich finde Elektik ist auch ein cooles Pokémon. Ich viele Erfahrungspunkte für ein Baby-Pokémon. So, ja meine lieben Friends, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Natürlich danke fürs Einschalten, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.